Oder können wir vielleicht mal gucken, ob wir nicht... Ach Mensch, ob wir nicht irgendeinen bestimmten Drink ordern müssen? Rum Rogers, gelber als Baby, der blutige Stumpf, der Blauwal. Aufgeblähte Zecke, Sumpfzombie. Anhang A. Ah. Alkoholempfindliche Patienten. Vor Einnahme einen Arzt konsultieren. Nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen. Ich probiere mal was. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht klappt's ja. Aber ich glaube noch nicht dran. Hallöchen, Herr Meister Supi. Hallo, ich möchte... Ach ja, hier ist es ja wie ausgestorben. Haben wir noch gar nicht gesagt. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Ach ja, okay, das kennen wir schon alles, Das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ich hätte gern noch einen Drink. Ich möchte einen Drink, bitte. Hier bitte, Junge. Vielen Dank. Und jetzt probiere ich mal was. Mal schauen, ob das vielleicht trübefrei, da... Die Flasche ist verschlossen. Ja, dann machst du doch auf. Ja, aber nicht trinken, Junge, ne? Nicht trinken, sondern schön ins... Ist jetzt... Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Können wir vielleicht... Das hat sie geöffnet. Ach ja, ach Mensch, ach super. Voll unnötig. Naja gut, dann mal probieren wir es aus. Das macht den Drink umso ansprechender. Das zischende Geräusch macht mir ein bisschen Sorge. Drink mit Schuss. Naja, dann... Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Ja, dann... Skull. Prost! Alter Ganove! Oh, oh! Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Genau genommen für... Oh, ich fühle... Papa Pichu. Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bord. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. So, das war also Let's Play Monkey Island 3. Wir haben 0 von 800 Punkten erreicht. Das sind nicht ganz so viele. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin nicht wirklich tot. Ja, ist doch gut. Jetzt vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch bei Monkey Island 4 wieder rein. Ah, oh, hör auf damit. Nein, wir sind jetzt doch gerade hier... Ach Mann, müssen wir weiterspielen. Na gut. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Sarg. Können wir den öffnen? Sie öffnet sich nicht. Ich bin gefangen. Haben wir vielleicht einen schönen Meißel dabei? Oh ja, hier vor allen Dingen. Das war... Hoch? Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Oh oh. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Welches denn? Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Welches denn? Nein, Moment mal. Ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Können wir dann vielleicht den Sarg öffnen?
La 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 la. Wow. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, 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 ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch! Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Ach ja. So, und da haben wir also wieder Stan, unseren kleinen Schiffsverkäufer. Oh, ist das schön, dich zu sehen, Stan. Alter, hau drauf. Aber die Synchronstimme ist jetzt natürlich eine ganz andere. Oh, Schädelstapel. Erstmal gucken. Ich frag mich, wo die Körper abgeblieben sind. Abdancen. Nein. Doch. So, Stan, können wir da mit dir ein bisschen einen Plausch halten vielleicht? Können wir dich mal drücken? Du warst so lange tot, da kann man... Nein. Schade. Aber reden oder vielleicht anschauen vielleicht? Es ist Stan. Ja, hallo Stan. Ich glaube, ich brauche jetzt Versicherungsschutz. Warte eine Minute, Sohn. Gib mir eine Chance, mein Büro einzurichten. Und jetzt ab mit dir. Okay, können wir hier sonst irgendwas machen? Ein riesiges Netz, können wir da vielleicht mal gucken? Ich frag mich, wo die Spinne ist, die dieses Netz gesponnen hat. Hier sind noch lauter Schädel, können wir die vielleicht noch angucken? Und die Särge? Unheimlicher Schädel. Ja, die Särge. Viele Särge hier. Und sonst gar nichts, na gut. Ach, wir waren in der Gruft, müssen aber, können wir jetzt hier eigentlich rein? Ist das auch eine von Stans Grüften? Das war doch hier von den Meistersuppes, glaube ich. Sie ist verschlossen. Ja, aber dann ruckel doch mal an der Tür. Sie ist verschlossen. Hier ist immer noch nichts eingerichtet. Naja, dann gehen wir erstmal raus. Und ich glaube, ich mache mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Es wird wieder Zeit und dazu speichere ich erstmal den Spielstand. Und zwar, diesmal nehme ich einen neuen. Und den nenne ich dann, Moment, Monkey Dreiland 2. So. Ja, und wir sehen uns ja eh gleich wieder in der nächsten Aufnahme. Bis gleich. Tschüss. So, weiter geht es bei Monkey Island auf dem Friedhof. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wo war ich denn überhaupt? Was hatte ich denn? Eine laminierte Visitenkarte? Huch. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Stans Allgemeine, denn man kann jederzeit auf schreckliche Weise sterben. Oh. Sie ist sogar laminiert. Ja, schreckliche Weise sterben kennen wir ja alle, ist uns allen schon mal passiert. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn mit der und so? Wir haben jetzt noch offen, den Leuchtturm haben wir noch offen, im Hotel haben wir noch was offen. Wir müssen den Vulkan zum Ausbrechen bringen. Die Frage ist natürlich, wie... Und warum? Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt?
keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Ja, offenbar sind hier alle ganz stark interessiert und Madame Xima hat doch den Tod gesehen. Kann die jetzt irgendwas Neues erzählen? Ey, du alte Bulette. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir doch einmal die Tarotkarten. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Guybrush. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Ja. Und wieder einmal, es ist der Tod. Nein! Nein, nicht der Tod. Na gut, okay. Dann quatschen wir die gleich nochmal an. Wo kann ich denn bloß diesen Meistersuppe-Diamanten finden? Wo kann ich diesen Meistersuppe-Diamanten finden? Ich spüre großen Kummer in Verbindung mit diesem Ring. Und einen großen Verlust in Form eines wunderschönen Diamantens. Wo ist der Diamant? Ich sehe eine dunkle Höhle voller bösartiger Männer und einen Ort des Todes. Eine dunkle Insel in Form eines gigantischen Totenkopfes. Also ich fühle mich, als hätte ich jetzt noch mehr Glück. Leg mir noch einmal die Tarotkarten. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Guybrush. Es ist dein Schicksal. Wie auch immer, lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Welcher Fluch denn? Der Fluch der Karibik? Oder hatte ich diesen Witz etwa schon einmal? Mensch, ich drücke immer die rechte Maustaste. Hallo, Xima! Los, gib's mir, du geiles Stück Fleisch! Gib's mir! Tod! Nein! Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Ich glaube, das ganze Kartenset besteht aus Tod. Wie wär's denn mit, sagen wir mal, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Hm? Ach, du kleine Wildsau! Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des Bösen, Guybrush. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich habe verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun... Dämon! Dämon! E-H-E-C! So, fragen wir mal hier nochmal. Vielleicht weiß dir irgendwas. Madame Xima, ich... Hinfort! Du wirst allen, die dich umgeben, den Tod bringen. Das kann nichts Gutes hervorbringen. Ach, das ist ja beruhigend. Herr Meistersuppe, vielleicht hier mehr Glück? Hallo? Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei Ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was?